Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch einmal den Weg zu eurem Raumschiff von den verschiedenen Startpunkten aus zeigen, also von Arkorb, Lorwell, Port Olisa, Lesky und so weiter und so fort. Denn ihr würdet wahrscheinlich denken, okay, was ist das jetzt für ein Video, voll sinnlos. Aber ich sehe diese Frage so oft im Ingame-Chat oder so, wenn neue Spieler da sind, die immer fragen, wow, ich stehe auf Area 18, bin gerade aufgewacht, ich habe keinen Plan, wie ich zu den Terminals komme und wie ich mein Schiff hole, also wo das Schiff denn steht. Und genau deswegen zeige ich euch das in diesem Video. Ich gehe nach und nach jede Station durch und werde das im Schnelldurchgang einmal zeigen, wie ihr praktisch von eurem Bett aus dahin kommt, wo ihr euer Schiff spawnen könnt. Und jetzt viel Spaß! So, ich befinde mich jetzt auf Hurston, um genauer zu sein, in Lorwell. Das ist hier der Spawnpunkt. Und als allererstes müssen wir durch diese Tür. So, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ihr startet oben, so wie ich jetzt, oder ihr startet unten. Wenn ihr unten startet, dann müsst ihr einmal nur diese Treppe hier hochlaufen und dann hier den Aufzug benutzen. Unten angekommen müsst ihr eigentlich jetzt einfach nur erstmal den Weg geradeaus folgen, den einzig möglichen Weg. Seid ihr hier angekommen, müsst ihr links laufen durch dieses große Tor hier. Denn hier kommen wir dann zur U-Bahn und nehmen da die Spaceport Line. So, wir nehmen den Zug zum Tesa Spaceport. Das ist genau eine Station, dann müssen wir auch schon wieder aussteigen. Im Tesa Spaceport angekommen, nehmen wir wieder den einzig möglichen Weg, an dem auch Exit steht. Am Ende der U-Bahn nehmen wir den linken Weg zu Custom Area. Am Ende angekommen, findet ihr nun hier zu eurer Linken die Konsolen, wo ihr euer Schiff spawnen könnt. Und wenn wir weiter nach hier hinten laufen, kommen wir dann zu den Aufzügen zu den jeweiligen Hangars. So, nun befinden wir uns auf Area 18. Und auch hier verlassen wir erst einmal unsere Koje. Und müssen dann erstmal eine Treppe nach unten. Je nachdem kommen wir dann von dieser Seite oder eben von der anderen Seite. Das ist relativ wurscht. Aber wir laufen erstmal hier in die Mitte und benutzen mal wieder den Aufzug. So, unten angekommen verlassen wir erstmal die Habitations durch den einzigen Ein- und Ausgang. Und stehen dann, naja, in einer, wie soll man sagen, Seitengasse. Wir müssen erstmal zum Arkorb Plaza und den finden wir auf diesem Weg. So, am Arkorb Plaza angekommen, müssen wir dann mal wieder zur U-Bahn. Diese befindet sich hier gegenüber, das heißt, wir gehen erst einmal rechts durch das lila Zeug hier durch. So, in der U-Bahn angekommen, nehmen wir die U-Bahn to Area 18 Spaceport.
Und auch hier nehmen wir wieder die Bahn, genau eine Station, und steigen gleich in der nächsten Station wieder aus. So, am Spaceport angekommen, nehmen wir wieder den einzig möglichen Ausgang Richtung Customs. So, und nun befinden wir uns schon an den Schiffkonsolen. Und wenn wir ein bisschen weiterlaufen, kommen wir dann auch zu den Aufzügen, die zu den Hangars führen. So, und jetzt die einfachste Station von allen, nämlich Port Olisar. Den Weg sollte man eigentlich auch alleine finden, aber ich zeige trotzdem noch mal ganz kurz. Wir steigen einmal aus, geht wie immer aus der Koje raus. Und dann haben wir die Möglichkeit, entweder einmal hier durchzugehen, oder wenn ihr ganz auf der anderen Seite spawnt, könnt ihr auch da durchgehen. Das ist völlig egal. Ihr geht einmal hier durch und nehmt dann einmal die Treppe nach unten, ins Erdgeschoss sozusagen. Und geht dann durch diese Tür. Und schon steht ihr bei den Schiffkonsolen. Und die Hangars befinden sich dann, je nachdem, welches Landingpad ihr habt, einfach den Pfeilen folgen. Und dann durch die Luftschleusen hier oder hier einfach durchwatscheln. Ja, ich würde euch auch empfehlen, Port Olisar als erste Station zu nehmen, wenn ihr das erste Mal euch einloggt. Wenn ihr es nicht schon getan haben solltet, deswegen nochmal kurzer Hinweis hier. Port Olisar am einfachsten, da kommt ihr echt am schnellsten weg, weil hier direkt die Landingpads sind, ihr müsst mit keinem Zug fahren etc. Easy peasy. So, next stop, Grimhax. Die wunderschöne Piratenstation. Auch hier gehen wir natürlich erstmal aus unserer Habitation heraus. Auch hier könnt ihr eventuell oben sein. Dann müsst ihr natürlich erstmal da hinten die Treppe runter. So, und es kann auch sein, dass ihr dort drüben rauskommt. Oder beziehungsweise hier. Hier gibt es nämlich verschiedene Habitations. Also ihr seid eigentlich immer hier oben und kommt aus einer von diesen Türen hier raus. Und dann geht ihr entweder hier da drüben die Treppe runter oder geht einfach hier die Treppe einmal runter. So, und dann benutzt ihr einen dieser beiden Aufzüge. So, oben angekommen, einmal herumdrehen und dann haben wir hier auch schon die Ship-Consoles. Und rauskommen tut ihr dann über diese Luftschleuse hier. Nun befinden wir uns in Levski. Meine Lieblingsasteroiden. So, und auch hier ist es eigentlich relativ einfach. Ähnlich wie Grimhax, man sieht das schon. Wir kommen hier raus, sind entweder oben oder unten. Und laufen dann hier die Treppe herunter. Und dann durch die große Tür, auf der Exit steht. So, wir laufen also durch. Dann kommen wir hier auf, ja, sozusagen auf dem Hauptplatz an. Kann auch sein, dass ihr von der anderen Seite kommt, von hier drüben. Da gibt es nämlich auch nochmal Habitations, das heißt, entweder ihr kommt durch diese Tür oder durch diese Tür. Ihr landet aber auf alle Fälle irgendwann hier, vor dieser großen Statue. Dann könnt ihr euch wieder für einen Aufzug entscheiden, entweder für diesen oder für diesen. Und fahrt einmal nach oben. So, oben angekommen müsst ihr einmal durch die Customs durch. Und dann steht ihr auch schon an den Ship-Konsolen. Und zu den Hangars kommt ihr dann hier, beziehungsweise hier, über diese Aufzüge.
So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine bessere Orientierung auf den jeweiligen Stationen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.